So, kommst du mit? Hier so rüber? Ja, danke. War toll. Drückst du auf Verteidigen, aber bringt nichts, wenn du vorher schon mal irgendwie nur dran gedacht hast, auf die Schlagentaste zu drücken, dann führt er natürlich seinen Schlag erstmal aus. In einer unglaublichen Gemächlichkeit. So. Ich kann auch mal mit zwei Schwertern kämpfen und die penetrieren. Insofern sie mich lassen. Ist interessant, ich habe zwischendurch auf die rechte Maustaste gedrückt. Interessiert nicht, er schlägt einfach weiter penetrant mit der linken los. Also mit dem starken Schwung. Die rechte ist ja für die schnellen Angriffe. So. Haben wir es mal gewitzt mit Ausweichen probiert. Ich mag Bogenleute nicht. Ich hasse Bogenschützen in Spielen. Ich spiele auch nie selber welche. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Abneigung gegen Fernkampf in solchen Spielen. Ach, komm schon. Ist dann gut. Wieso bist du gerade an der Leiche von dem Skelett hängen geblieben? Ich stelle mich aber auch nicht schlau an, ich weiß. So, wenigstens die jetzt noch. Ich müsste eigentlich mal was essen oder trinken. Ach komm. Scheiß Abgewehre immer, das nervt ohne Ende. So, ja, der lässt uns Zeit, das ist gut. Trink, mein Junge, trink! Ja! Was? Aus dem Stein raus oder was? Wo ist der andere denn? Ach, da im Dunkeln. Ach so. Komm, Arschloch. Zeig mal, was du kannst. Mit Bogen auf jemanden schießen kann jeder. Das ist feige. Und im Nahkampf kannst du nichts auf einmal, hä? Gut, weiter geht's. Fleisch! Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Okay. Ausdauer! Oh, ich sehe schon unseren Oberboss hier, den. Wie heißt der? Ansgar? Ansgar? Ich glaube, ne? Dieser Ansgar? Ansgar? Angier! Naja, fast. Oh, hier sind so viele Bogenarschkrampen. Die muss ich erstmal ein bisschen ausdünnen. So, geht gut, weil die natürlich gleich in den Nahkampfmodus übergehen. Das macht sich sehr schön so. Okay, das sollte jetzt nicht so herausfordernd werden hier mit den restlichen. Ich mache es aber einfach mal so, dass ich über die Geschwindigkeit jetzt die Gegner voneinander abtrenne. Denn Angier ist ja langsam. Wenn der Rest dann kommt, was er nicht tut, die machen einfach weiter wie vorher. Ach nee, jetzt. Schön. So, wenigstens den einen habe ich getroffen dabei. Gut, wenn wir jetzt uns noch das Skelett vornehmen und uns von Angier wegarbeiten, dann funktioniert das sehr schön. Und dann haben wir den dicken Obermotz als letztes jetzt noch. Sehr gut. Komm schon. Dicke Rüstung hast du an. Irgendjemand hat dir in den Rücken geschossen, kann das sein? Oh, das ist verdammt schnell, oder? Das ist ja unfair. Musst du mir mal zeigen, wie das mit der Riesenaxt geht. Ein Treffer nach dem anderen. Ich bin gerade ganz froh, dass die anderen Gegner nicht mehr da sind. Und wegstecken kann er auch einiges, der dicke Herr. Aber nichts, was uns aufhalten könnte. Schlachtball her. Angier selbst hat gleich mal gar nichts. Auch gut. So, essen wir einfach mal wieder eine Runde. Und damit hat sich auch schon Angiers Grab erledigt. Jetzt müssen wir bloß noch den Sockel finden, in dem wir den Stein einsetzen können. Und dann geht's ab in die nächste Runde, irgendwo anders in Nordmar. Probieren wir es einfach mal hier drüben. Nee, von da bin ich gekommen. Probieren wir es einfach mal hier. Auch nicht. Probieren wir es einfach mal hier drüben. Okay, das ist kein eigener Dingens. Aber hier ist wenigstens der Sockel. Gut. Hin zum Sockel und einmal Feuer gemacht, bitte. Der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. No shit. Passt. Wunderbar, und wir kriegen tatsächlich was auf die Schmiedekunst. Der Ruf im Feuerclan ist mittlerweile schon relativ hoch und auch der Notma ist gar nicht mal so schlecht. Ja,
obwohl mir der Nordmar ziemlich egal sein kann, denn ich will ja nicht, also eigentlich ist der Ruf in Nordmar ja nur interessant, wenn man die Anrüstung sich mal holen will. Beziehungsweise die Nordmar-Rüstung, die schwere. Aber das will ich ja gar nicht. So, und da ich gerade sehe, dass wir vom Hammerclan aus schneller kommen, würde ich sagen, teleportieren wir uns einfach mal. So, hier hinüber, Flieg und Sieg. Den Weg dorthin kennst du ja mittlerweile schon durchs Teleportnetz. Das sollte ja nicht die Herausforderung sein. So, erstmal wieder zum Ausgang. Immer bergab. Das ist das Schöne, wenigstens den Ausgang findet man hier leicht. Man muss immer nur den Hügel hinunter stolpern. Oder sich runterruckeln, wie auch immer. Heieiei, ist das schrecklich. Komm, lauf flüssig, komm! Lauf flüssig! Stell dich nicht so an. Es wird doch langsam kühler. Glaube ich. Vielleicht gewöhne ich mich auch einfach nur an die Hitze so langsam. Oh, das war nicht geplant. Ach, was soll's. Ich glaube, hier unten habe ich auch schon mal aufgeräumt, von daher ist es nicht so schlimm. Nerviger ist es, wenn man wirklich die Gegner an einer Stelle noch nicht getötet hat und dann mitten in die Horde reinfällt. Das ist dann wirklich unschön. Und vielleicht haben wir uns so gleich auch den richtigen Weg gesucht. Das ist ja durchaus möglich. Wir müssen ja eh hier nach Osten, um zum nächsten Grab vorzustoßen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus von der Richtung her erstmal. Und wie ich sehe, sind wir hier auch noch nicht gewesen. Das ist ja eigentlich positiv zu bewerten. Denn theoretischerweise dürfen wir da auch noch nicht gewesen sein, wo das Grab ist. So, noch mehr Gobos? Nee. War nur eine kleine Gobo-Party. Gut. Musst du wirklich das Schwert wegstecken, um mal kurz auf die Karte zu schauen? Kannst du es nicht draußen lassen? Naja. Ich sollte aufhören zu rennen, fällt mir gerade so auf. Das klaut mir die letzte Ausdauer. Zumindest wenn ich gerade gekämpft habe, ist es vielleicht nicht so schlau. Och, ist mir warm. Passt jetzt vielleicht nicht gerade zum Bild, aber mir ist verdammt warm. Ach, naja. Oh, ich sehe schon, ich weiß, wer hier kommt oder ich ahne es zu wissen. Ja, wir begeben uns ja auch zum Ahnengrab, da müssen wir auch ahnen, was kommt. Und könnte das vielleicht der Schattenläufer sein, der einen Ahnenstein im Maul hat? Nein, es ist einfach nur einer, der mal am Wegesrand gelauert hat. So ein kleiner Halunke, so ein kleiner Wegelagerer. So, ist schade, wie schnell man die wegschnetzeln kann. Das ist echt, die sind echt viel zu leicht. Die hätten sie eigentlich mal stärker machen sollen, finde ich. Und da haben wir es doch auch schon. Speichern. Gut, hier werden wir es also nicht mit Untoten zu tun bekommen, wie es aussieht. Habe ich auch nichts gegen. Da müssen wir uns wenigstens nicht die doppelte Arbeit machen, wie gerade eben in dem anderen Grab. Das war ja schon bisschen gemein eigentlich. Erst so ein riesiges Lager ausräuchern und dann noch extra gegen die Untoten kämpfen. Mir fällt gerade auf, ich hätte auch einfach mal noch mit dem Krieger noch mal reden können, mit dem Ahnenkrieger. Ob er nicht vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte für uns hat, so als Anerkennung dafür, dass wir jetzt hier das Große vollbracht haben. Aber wahrscheinlich wäre eh nichts gewesen. So wie ich die kenne. Ach, scheiß drauf. So. Ob wir hier irgendwo die Leiche von dem Ahnenkrieger finden, der auf das Grab angesetzt war? Es war ja auf jedes Grab einer angesetzt. Wobei, der andere Typ hat ja gemeint, dass sein Kollege... Ach, na sag bloß. Ich kümmere mich mal um den Schamanen und dann lasse ich den Rest kämpfen hier. Schamane, das ist der hier links. Ja, danke sehr. Ruckel dich durch ihn durch. So, und dann schauen wir dem Rest mal zu, wie er sich bekämpft. Oh, unschön. Unschön. So, sehr gut. Irgendwie stelle ich mich heute echt nicht schlau an mit Bekämpfen. So, mal kurz schauen, vielleicht ist das schon der Schamane. Nein, ist er nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das schon der Schamane gewesen wäre, der den Stein bei sich trägt. Dann hätte ich mich nämlich einfach am Rest vorbeigeschlichen.
was wahrscheinlich nicht funktioniert hätte und was zum unweigerlichen Tod für uns geführt hätte, weil wir dann in der Falle gesessen hätten. Aber hey, was soll's? Ich finde aber auch gerade ein bisschen komisch, dass die draußen schon zwei Wachen abgestellt haben, während drinnen noch der übelste Kampf tobt hier. Anstatt die beiden noch mit in den Kampf hineinzuziehen, was ja ein bisschen logischer wäre. Weil dort ja die direkte Bedrohung schon da ist und man jetzt nicht irgendwie von draußen unbedingt erwarten muss, dass da noch eine zweite Bedrohung kommt. Aber naja. NPC-Logik. Und was essen? Essen, bevor er zuschlägt. Ach Mann. Ach, ich hasse das, dass sie immer so wahnsinnig, dass er immer so wahnsinnig lang braucht. Das nervt einfach nur. Dass er 3 Stunden braucht, um das kleine Stück Fleisch zu essen. Obwohl ich mich einfach nur ein kleines bisschen heilen möchte. Was? Schießt da jemand auf mich? So, die können ja erstmal ein bisschen beschäftigt bleiben. Ich guck mal, wer hier sich mit mir beschäftigen möchte. Ich nehme erstmal die Bogenschützen vor. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. So, und ich hoffe einfach mal, dass die jetzt nicht auf mich losgehen werden, während die hier schon am Kämpfen sind. Eigentlich müsste ja noch irgendwo ein Schamane rumkriechen, oder? Sehr schön, sehr schön. Macht ja, macht so weiter. Gefällt mir. Eigentlich müsste noch irgendwo ein Schamane sein, der dann den Anstein bei sich trägt. Es sei denn... Es sei denn... Ha! Sehr gut. Gut, wo haben wir den Sockel? Da drüben wahrscheinlich. Skelett. Ach so, ein totes Skelett. Ein endgültig totes Skelett, meine ich. So, have fun. Oh. Gut, ich räume erstmal hier draußen mit auf. Bevor ich dann da drinnen anfange und dann hier rauskomme und in der Sackgasse stecke, das wäre sehr schlecht. So. Ja, sind ja alle schon ein bisschen angetitscht hier, das ist ja eigentlich ganz schön. Und ich sehe gerade, die Skelette geben auch so langsam den Geist auf. Von daher ist es auch Zeit, gegen die Orks zu kämpfen. Nein, 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 nein. Komm gar nicht erst auf blöde Ideen. So. Hier drüben vielleicht... Oh, das Skelett ist gleich tot. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal den Ork vor. Nehmen wir uns mal den Ork... Könntest du bitte dir den Ork vornehmen? Danke sehr. Der hat noch gar nichts abgekriegt gehabt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Naja, egal. Weiter geht's. Wir haben den Ahnenstein, wir müssen uns bloß noch zum Sockel vorkämpfen. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder? Und eine weitere gute Nachricht ist, dass ich einfach mal speichern kann. Das heißt, der Fortschritt ist gespeichert. Und ich trinke es. Ah, vielleicht hätte ich mir einen anderen Tee machen sollen, einen mit Honig drin. Das hätte vielleicht bessere Wirkungen auf meine Stimme gehabt. Ich merke schon, wie sie so ein bisschen nachgibt. Aber was soll's, ich muss da durch. Schließlich habe ich ja ewig nicht aufgenommen, da wird's mal wieder Zeit. Da kann ich einfach nicht hier lange warten und so, ne? Da muss einfach mal ein bisschen zack, zack, hier was aufgenommen werden. Ach, komm schon. Och, mach doch bitte wenigstens den einmal platt hier. Ach, Mann. Gut. Er stellt sich echt blöd an. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich... dass die neue KI nicht schön finde. Ja, komm, lass mich. Blöder. Du Unheiliger, du. Trink, trink schneller. Ja, danke. Und ich bin noch nicht mal getroffen worden. Ist das nicht schön? Ach komm, du hast ihn doch. Du hast ihn doch erwischt. Wie kann der dich denn treffen? Schlage ich durch die Rippen durch oder was? Also den Kampf gegen Skelette, das ist echt das Letzte. Schon wieder. Ich habe doch gerade schon wieder durch ihn durchgeschlagen. Am schlimmsten war ja gewesen, als wir in Marant waren und ich nur einhändig gekämpft habe mit der Fackel in der anderen Hand. Das war das Schlimmste überhaupt gewesen. Da habe ich ja wirklich nichts getroffen damals. Ich weiß nicht, was da schief lief. Also was die da für ein Problem hatten mit mir. Oh, das sind noch ein paar, sehe ich gerade. Sag mal, wie groß ist denn das Ahnengrab? Und ist das denn schlau, was ich gerade tue? Ich weiß es nicht so richtig.
Ich probiere es einfach mal so. So, geh mal einen Meter. Nehmen wir uns erstmal die Bogenschützen vor. Den Bogenschützen hier vor allem. So, mein Freund. Oh, das ist blöd mit dem Stein. So, aber weg ist er. Ist schon mal erledigt. Sehr gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich mich mitten in die Meute reinkämpfe. So, das Snorre ist hier dran. Ist nicht bei Vicky und die starken Männer auch einer Snorre? Also hier bei Vicky halt. Ist die Serie Vicky und die starken Männer? Ich habe den Film dazu nie gesehen, den Bulli gemacht hat. Von daher, keine Ahnung. Aber der hieß doch, glaube ich, so. Geh mal bitte von dem Stein runter. Ich hasse es, wenn du auf Steinen stehst und ständig wegrutschst. Oh, es gibt viele Dinge, die mich ungehalten machen, stelle ich gerade fest in dem Spiel. Und sie sind alle versammelt in dieser Stelle. Oder viele. Ach, ich muss gerade mal zurückweichen, glaube ich. So, kämpf dich mal hier durch, genau. In die Ritze rein, das ist gut. Ja, das ist auch schön. Wenn du sie erwischst zumindest. Gegen die Füße zu schlagen, ist immer schön. Solche Höhenunterschiede bringen ja immer mal taktische Vorteile. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Weil der Gegner einen einfach nicht treffen kann, so. Er müsste nur ordentlich zuschlagen. Das ist natürlich die andere Sache. Aber das liegt einfach daran, dass er immer diese komische Bewegung in die Breite macht, wenn er den fokussierten Gegner wechselt. Und das macht er halt einfach ständig, wenn hier mehrere oben stehen. Weil ja keiner in einer guten Reichweite ist. So, ich glaube, Snorre können wir so nebenbei mit erledigen, oder? So ein billiger Schildkämpfer, das ist doch nichts. Hier, zack, fertig. Beiseite gelegt, den Typen. Der mit der dicken Zweihandachs, der war gefährlich. Aber Snorre, Schilde sind in dem Spiel überbewertet. So gegen Pfeile sind sie ganz praktisch, aber ansonsten, naja. So, und da mussten wir jetzt noch nicht mal groß separieren. Wir haben uns einfach so durchgeschnetzelt. Weil wir es halt einfach mal können. Und da wir so viel Fleisch haben hier dank Nordmar, weil ja hier alle Tiere unglaublich viel Fleisch abwerfen, haben wir auch schon wieder ein volles Leben. Sehr praktisch, sehr praktisch. Ich finde schade, dass die eigentlichen Ahnen hier, dass die gar nichts bei sich haben, wenn man die tötet. Das wäre eigentlich schön, wenn die noch irgendwas, so ein kleines Schmankerl noch bei sich hätten. Aber das Schmankerl, das wir kriegen, ist ja hier und heißt Runensockel. Jetzt will ich aber erstmal genau das hier haben. Das Zeug, das drauf liegt. Oh, eine Eiswelle. Das bringt schließlich auch ein bisschen Geld. So. Jetzt müssen wir bloß noch den Runensockel irgendwie in den Fokus kriegen. Das ist ja nicht so einfach offenbar mit den Dingern. So. Und dann können wir auch mal wieder für ein bisschen Sockel. Licht sorgen. Dort kann man was reinstecken. Ich finde die Bemerkungen so schön. Ein Loch ist da, um zu stopfen. Der Ahnenstein passt genau hinein. Das war also die Stärke. Das ist sehr schön. Und wir haben jetzt einen ganz schönen hohen Ruf im Hammerclan schon. Hammerclan? Ne, Feuerclan war es, ne? Ich habe so halb nur hingeguckt. Ich weiß es gar nicht so genau.